Herzlichen Dank, Frau Huber. Dann schließe ich mich an. Mir ist diese Präsenz auch nicht bekannt. Mir sind auch konkrete Fälle nicht bekannt. Wenn Sie konkrete Fälle haben, wäre es gut, wenn wir uns treffen. Dann gucken wir, worum es geht. Und dann gucken wir, ob das tatsächlich so ist, ob überhaupt rechtliche Grundlagen dafür bestehen, dass die Kommunen sowas übernehmen können. Herr Wibbel? Also ich habe in den Nachrichten gehört, dass es solche Fälle gegeben hat. Ja, und in Westdeutschland gibt es das wohl. Naja, aus Görlitz sind mir die Fälle nicht bekannt, aber man sollte sich schon sehr genau überlegen, für wen man wirkt. Also das macht man sich ja normalerweise nicht so einfach und man sollte sich da auch nicht übernehmen und niemals. Egal, ob es Menschen geht, die ich kenne oder ob es um Menschen geht, die ich nicht kenne. Dankeschön, Frau Lübeck. Also ich kann mich da nur bei Vorrednern anschließen, da ist mir jetzt auch kein Fall bekannt oder da wäre mir dann das konkrete Beispiel auch bekannt. Das war ein Angebot für nachher. Die Fragen sind, glaube ich, auch einen Moment länger noch da. Jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Wir können auch keines mehr, also jetzt wäre der erste Rang, hätte jetzt mal eine Chance für das Parkett. Parkett ist natürlich mehr der Ringschuld, der junge Herr in Bordhieter. Ein Bleiben Sie, das Nico kommt zu mir. Ich habe eine Frage an alle vier Kandidaten. Und zwar geht es mir um den öffentlichen Personennahverkehr in der Stadt. Was sind denn Ihre Planungen, was die Straßenbahn angeht? Konkret sind, ist da vielleicht ein Ausbau möglich? Vielleicht nach Polen oder nach Rauschweide oder zum Krankenhaus? Vielen Dank für diese Frage. Jetzt haben wir eine umgekehrte Reihenfolge von Lüge. Da würde ich gerne als erstes antworten und freue mich, dass die Frage kommt. Also mir liegt die Straßenbahn sehr am Herzen und für mich wäre es super, wenn die Straßenbahn und das Netz weiter ausgebaut wird und wenn wir das schaffen, eben auch die Straßenbahn barrierefrei zu machen, denke ich, dass das ein gutes Verkehrsmittel für Görlitz ist, weil es eben auch ökologisch, denke ich, eine gute Variante ist, auf die Straßenbahn zu setzen. Wir werden wahrscheinlich natürlich nicht unsere Altstadt mit der Straßenbahn bestücken können, das ist mir auch klar, aber ich denke, wir sollten die Straßenbahn ausbauen, dass sie eben bis zum Klinikum fährt, was jetzt, glaube ich, auch sogar ein Stück weit schon in der Planung ist, und dass sie vielleicht auch bis zum See fährt, nach Klingelwalde oder Grasmodell ist, das fände ich gut. Herr Wippe. Ja, die Straßenbahn ist für das Görlitzer natürlich eine Sache, die uns am Herzen liegt. Und insofern, mir liegt sie genauso am Herzen. Und ich finde es richtig, dass die Stadt, dass der Stadtrat entschieden hat, die Straßenbahn wieder in die städtische Hand zu bringen. Also, das ist mal einfach. Der Ausbau zum Klinikum ist sehr sinnvoll, weil er natürlich die Möglichkeit hat, Görlitz Nord natürlich auch mit der alternden Bevölkerung auch dann direkt den Weg auch zum Klinikum zu ermöglichen, das auf eine einfache Art und Weise. Das ist im Moment ja eigentlich ein ziemlicher Umweg, wenn man mal über den öffentlichen Personennahverkehr nachdenkt, wie das jetzt gestaltet ist. Insofern sollte man das tun. Die Idee ist natürlich nicht ganz neu, also die stand doch schon im Verkehrskonzept, was im Jahr 2011 geschrieben worden ist, da war das ja schon mal drin. Und dann war die Frage, wie quert man die Bundesstraße oben drüber oder unten drunter? Naja. Gut, aber man muss eine Lösung finden, wenn der Weg, wenn der Wille auch da ist. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass man die Straßenbahn auch bis zur hoffentlich bald wieder eröffneten Stadthalle fährt. Ja, also da muss ja auch eine vernünftige Anbindung her, man kann nicht immer von dem Janikplatz aus laufen. Muss man schauen, ob wir da mit Polen vielleicht sogar ein gemeinsames Projekt hinkriegen, um in diese Richtung was zu machen, dort den Ausbau zu gestalten. Wenn es eine fördernde gibt, dann würde ich ihn halt sagen. Muss man uns drum bemühen. Nächste Haltestelle, eine Frage. Ich glaube, dass wir, wenn wir über öffentlichen Personennahverkehr sprechen, immer auch vom Benutzer her denken müssen. Das heißt, wann ist es denn attraktiv für Menschen, damit zu fahren? Was brauchen die denn, damit sie damit fahren und damit sozusagen auch Einnahmen generieren und das Ganze auch betriebswirtschaftlich rentabel laufen zu haben? Und da haben wir mit den Görlitzer Verkehrsbetrieben natürlich die Chance, auch als Stadt einiges zu tun in der Benutzerfreundlichkeit. Mir fällt das schon sehr unangenehm auf, wenn wir aus dem Bahnhof kommen, dass da überhaupt kein Hinweisschild ist, wann fährt denn die nächste Straßenbahn wohin, wo kann ich eine Karte kaufen und wie funktioniert die Verzahnung von verschiedenen Verkehrsarten. Also wir können die Straßenbahn nicht nur losgelöst betrachten, sondern wir müssen gucken, wie verzahnt man unterschiedliche Verkehrsarten miteinander, den Fußverkehr, den Radverkehr, den Autoverkehr.
dann stellt man die Stadt auch so auf, dass sie in der Zukunft gut und fit ist, was den Transport und die Mobilität der Menschen in den verschiedenen Bereichen der Stadt angeht. Und die Anbindung, das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Das Klinikum ist einer der größten Arbeitgeber, das ist ein Aushängeschild für die Stadt. Da gibt es Planungen, dort auch die Straßenbahn mit hinzulegen und das unterstütze ich auf jeden Fall. Das ist eine der ersten Schritte, die kommen muss. Und wenn wir neue Wege anschaffen, das steht ja auch im Raum, das muss man aber ein bisschen mit Maß machen, je nachdem wie auch die haushalterische Situation ist, bin ich sehr dafür, dass wir auf die Wege auch die Schätze der Stadt draufbringen. Also zum Beispiel beim wunderbaren Tierpark hier, dass man dann einen Wagen hat und dann eben sieht, Tierpark Görlitz zum Beispiel. Wir haben wunderbare Görlitz-Versammlung und so weiter und so fort. Das gehört auf die Wege drauf. Für die Leute, die hier wohnen, das immer wieder in Erinnerung zu rufen und natürlich auch für die Menschen, die hierher kommen. Das wäre mein Wunsch, dass man das noch ein bisschen gezielter auch nutzt in dem Bereich. Also, ja, die Frage war, wie wir zum Straßenbahn stehen. Und es soll erhalten bleiben, bleibt definitiv erhalten. Ich stehe auch für den Straßenbahn und wir haben im Stadtrat entschieden, dass der Straßenbahn sogar zu uns kommt, zurück zur Stadt. Also gar keine Frage, ob es erhalten bleibt oder nicht, bleibt erhalten. Niederflur, barrierefrei, Wagen sind auch geplant. Der neue Geschäftsführer, Herr Bremlich, arbeitet daran. Es wird ein Kraftakt werden. Wir müssen auch Fördermittel beantragen und zusammen mit anderen Kommunen diese Wagen kaufen, weil ansonsten zu teuer ist. Man tut sich zusammen und versucht nicht nur 5 zu kaufen, sondern 30 und dann wird alles billiger. Richtung Klinikum ist gesagt worden, kommt, müssen wir nicht alles viermal wiederholen. Nach Skorzenec haben wir lange darüber geredet, auch mit der polnischen Seite. Wir sind daran gescheitert, die polnische Seite wollte das am Ende nicht, weil die keine Kosten übernehmen wollten. Die bleiben aber dran. Das ist ein schönes Projekt. Die Strecke nach Neuss, das war der Gedanke. Und mal sehen. Also ich denke, die sollen dranbleiben. Die Straßenbahn bleibt dran. Ich stehe auch dazu. Vielen Dank an alle. Ich möchte an der Stelle nur sagen, wir können hier thematisch natürlich nur Anregungen geben. Das bleibt zwangsläufig unvollständig. Das heißt, was Sie wissen möchten, müssen Sie fragen. Als nächstes der Herr Jung, bitte, und der erste Rang, ein bisschen passiv bisher. Information zwischendurch, der Herr, bitte. Schönen guten Tag an die Kandidaten. Ich freue mich, dass ich Sie alle kennenlernen kann. Ich war ja noch eigentlich schon bei der Veranstaltung in der Ingenieurschule. Ich habe eine Nachfrage, und zwar auf die Bemerkung, Straßenschilder, zweisprachig und fair. Ich meine, sicher ist das eine gute Sache, aber es kostet alles Geld. Und ich würde deshalb die Kandidaten fragen, vor allen Dingen auch Sie, erstens, wie das zu finanzieren ist, so eine Verhältnis wird sicher nicht billig sein. Und der zweite Teil der Frage an alle Kandidaten, was würden Sie tun in den ersten 100 Jahren, was ist Ihr wichtigstes Projekt? Zusammenfassen, wie ich die beiden Fragen verstanden habe. Die erste, da vielleicht Frau Schubert, weil sie indirekt angesprochen worden ist, beginnt mit der Antwort war, wie finanzieren wir Dinge wie zweisprachige Straßenschilder oder auch ein kleines Schiffchen, das zwischen den beiden Städten hin und her fährt. Und die zweite Frage war, eine sehr berechtigte und wichtige Frage, was ist Ihr wichtigstes Projekt im ersten Jahr, wenn Sie gewählt werden? Und Frau Schubert, beginnen Sie bitte zunächst mit der Finanzierungsfrage. Und ich würde sagen, wir gehen dann mit der zweiten Frage in die Wetterung. Also wir haben bei den zweisprachigen Schildern, natürlich müssen wir erstmal die Erhebung machen, was ist tatsächlich der Kostenaufwand, den wir hier haben. Es gibt eine Förderung landesseitig zur Anbringung oder zur Erweiterung um die zweite Sprache, die können wir natürlich nutzen. Das fände ich eine gute Idee. Wir können uns auch mit der polnischen Seite zusammentun und gucken, was kann man da auf der europäischen Förderung machen. Wir haben ja in den nächsten EU-Förderzeitraum, der vor der Tür steht, und da wird es nach wie vor darum gehen, die Nachbarschaften, also grenzübergreifend, dann auch zu fördern. Das heißt, wir müssen das immer mit Maß machen, wir müssen gucken, was ist der Aufwand, wo kriegen wir die Gelder dafür her, und das ist mit Sicherheit jetzt nicht das prioritärste Projekt, was wir haben. Die Fähre, das ist eine nette Idee, die ich immer wieder auch gehört habe. Es gab viele Diskussionen um Brückenbau, und so eine Fähre ist eben keine Brücke.
sondern so eine Fähre ist eine Sache, die die Stadt attraktiver macht, die die Leute attraktiver macht, was sie in anderen Städten auch finden. Sie können die so betreiben, dass sie Einnahmen generiert, das heißt, dass sie auch eine Amortisierung der Kosten in der Aufsetzung haben. Und insgesamt passt es sich natürlich sehr gut ein, auch in Entwicklungskonzepte, wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, wie wollen wir den Neisepark weitergestalten, wie wollen wir Stadtentwicklung machen. Und diese Dinge gibt es natürlich auch Fälle, die man abrufen kann, sowohl europäische als auch landesseitige. Vielen Dank. Dann an Sie noch kurz noch die Frage, das wichtigste Projekt im ersten Jahr nach einer möglichen Wahl. Das wichtigste Projekt ist, glaube ich, dass man sich den städtischen Haushalt sehr genau anguckt. Ich bin Finanzpolitikerin und wir haben große Herausforderungen im städtischen Haushalt. Es gibt eine ganze Liste an Ausgabenwünschen, aber die werden nicht alle reifen können. Die Einnahmesituation spricht nämlich ein anderes Bild. Das heißt, für mich ist es extrem wichtig, dass wir die Bildungsinfrastruktur in dieser Stadt gut ausbauen. Das heißt, das Thema Schulneubau in der westlichen Innenstadt ist ein Projekt, was ich auf jeden Fall machen möchte. Und der Neubau des Feuerwehrgerätehauses an der Cottbuser Straße werden die Dinge sein, die als erstes auf der Agenda stehen, weil sie auch notwendig sind. Und man sollte von den Aufgaben her denken. Und das ist genau das, was ich da auch sehe, wo ich meine ersten Schritte auch sehe, das umzusetzen. Vielen Dank. Es werden mehrere Projekte sein, weil es ist so, wenn man im Stadtrat sitzt, kriegt man mehrere Vorlagen. Man kann nicht eine Vorlage bekommen ein Jahr lang. Und deswegen werden wir mehrere Dinge anschieben. Ich habe die in den Sekunden am Anfang unseres Gesprächs angesprochen. Und ob das das Forschungsinstitut ist, zusammen mit dem Land, die sehen das Forschungsplattform, da bin ich schon dran mit zwei sehr erfolgreiche IT-Unternehmen hier aus Görlitz, die weltweit unterwegs sind. Das werden wir anschieben, so schnell wie möglich. Zu Thema Sicherheit habe ich auch zwei Projekte gesagt, die werden wir auch anschieben. Die lassen sich auch anschieben ohne große Kosten, was Haushalt betrifft und Kosten. Was haben wir jetzt bald beschließen? Da können wir uns noch mal groß angucken, weil das mal beschlossen ist. Also ich möchte mehrere Dinge anschieben, die ich am Anfang angesprochen habe, die sind auch möglich. Vielen Dank. Frau Lübeck, haben Sie ein Leuchtturmprojekt, das Sie am liebsten angehen würden? Ja, dann würde ich einfach auf mein Eingangsstatement zurückkommen. Eben das Leerstandsmanagement ist für mich ein Projekt, was wir jetzt endlich angehen müssen, wo jemand oder in einem Konzept schneller erarbeitet werden sollte, um eben dieses Leerstandsmanagement einzugehen, um die Vermittlung zu schaffen und um zu gucken, wie können wir eben diesen Leerstand, den wir haben, beleben bzw. nutzen und eben nutzbar machen. In Verbindung vielleicht eben mit Kreativwirtschaft, aber eben auch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und da rede ich jetzt nicht nur von der Innenstadt, sondern eben auch in den Stadtteilen, um da eine Bewegung zu schaffen. Das wäre wichtig. Vielen Dank. Herr Wittel, welches Projekt hat die höchste Priorität bei Ihnen? Genau, ist ja nicht viel Zeit. Also Priorität hätte erstmal sich im Rathaus zurechtzufinden, mit den Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen, zu schauen, wo sind die Potenziale, die wir da noch heben können, wo sind Potenziale, die vielleicht im Moment nicht so zur Gänze kommen, wie sie kommen können. Dann ist mir wichtig, dass wir eine Gewerbeflächendatenbank auch erstellen, dass wir also mit denjenigen, die Flächen haben, die sie anbieten können, die Ladengeschäfte haben und so weiter, dass wir die Sachen zusammenfassen, dass wir die bündeln, dass wir einen Ansprechpartner haben, dass wir, ne, der dann zum Beispiel bei der Wirtschaftsförderung angesiedelt ist. Die Wirtschaftsförderung muss aufgestockt werden. Dann kommt man natürlich über diese Frage verständlich mit den Unternehmern ins Gespräch. Und wenn das erledigt ist, dann wissen wir natürlich auch, was brauchen die ganz genau, wo hätte man denn in der Vergangenheit besser helfen können. Und diese Sachen müssen dann auch ganz konsequent umgesetzt werden. Da müssen wir in die Schulen, müssen Leute finden, die auch ihre erfolgreichen Projekte in den Schulen vorstellen, damit die Kinder natürlich auch wissen, hey, ich kann selber was machen. Und da habe ich ein Ziel, da kann ich drauf hin arbeiten. Eine Staustufe für die Fähre über die Neiße wäre sicherlich nicht das erste Projekt. Vielen Dank. Gefühl drückt mich nicht, der erste Rang will aufholen. Der Herr würde gleich zwei Fragen, was machen wir? Sie bitte zuerst. Ich bin sehr überrascht, dass das Thema Stadthalle bisher erfolgreich ausgeklammert worden ist. Ich bin 35 Jahre alt, das heißt, ich erlebe oder habe die Stadthalle meistens leer oder geschlossenen Zustand erlebt. Habe deswegen nicht so eine emotionale Bindung, wahrscheinlich wie ein Großteil der Personen, die heute hier anwesend sind.
Meine Frage zielt jetzt an alle vier Kandidatinnen. Ich bewege nämlich die Frage, wie Sie, wenn Sie für das Thema Stadthalle sind, die Betriebskosten der Stadthalle finanzieren wollen bei dem Haus. Vielen Dank. So ist es. Heute möchte ich Ihnen die Betriebskosten der Stadthalle wie? Das kommt auf den Betrieb drauf an. Wenn wir uns darauf einlassen, die so zu betreiben, wie wir das getan haben, bevor sie geschlossen wurde, dann sind wir nach den Studien, die wir bekannt sind, bei einer 1 Million bis 1 Million pro Jahr. Und ich denke, das überschreitet vielleicht die Leistbarkeit des städtischen Haushalts. Wir müssen uns natürlich überlegen, was können wir für ein Konzept entwickeln und gleichzeitig auch überlegen, wie können wir die dann sinnvoll finanzieren. Dann, es ist natürlich eine Möglichkeit, sie weiter zu betreiben, aber ich denke, da muss man kreativ sein, beziehungsweise sich eben auch Expertise von außen abholen, um ein gutes Konzept zu entwickeln, was uns nicht in den Schuhen kommt. Herr Bitte? Ja, ich kenne die Stadthalle noch, ich habe da selber noch meinen Abschlussball gemacht beim Tanzen, damals als ich 14 war, das ist auch schon ein paar Jahre her und seitdem ist es eben so, dass doch die meiste Zeit geschlossen war. Sie ist ein Denkmal, sie ist ein Jugendstilhaus, genauso wie das Hertie, Karstadt, wie auch immer, unser Einkaufstempel, der zukünftige, natürlich auch ein Jugendstilhaus ist. Viele Leute kommen auch wegen des Jugendstils in die Stadt und die Stadt ist darüber, also dafür auch bekannt. Deswegen müssen wir die Stadthalle erhalten. So oder so. Sie ist denkmalgeschützt und das heißt, dass wir sie auch nicht verfallen lassen können. Und ob wir sie nur anfassen oder ob wir sie nicht anfassen, spielt an der Stelle keine Rolle, weil ich darf sie nicht zusammenfallen lassen. Aber ich muss sie natürlich unterhalten und auch das kostet Geld, selbst wenn ich sie leer stehen lasse. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns mit Personen zusammensetzen, mit Unternehmern zusammensetzen, die erfolgreich solche Projekte schon gemacht haben. Weil mir ist wichtig, dass drei Konzepte erarbeitet werden, die tragen können. Und dann müssen wir schauen, wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile. Und dann wird es eine Entscheidung geben, wie die Stadthalle betrieben werden kann. Und erst wenn diese Entscheidung da ist, wie die Stadthalle betrieben werden soll, was da drin stattfinden soll, erst dann kann man sich mit denjenigen zusammensetzen, die mit den Baufragen beschäftigt sind, weil dann müssen natürlich die zukünftigen Nutzer einziehen. Ja, weil ansonsten baue ich übrigens was, und diejenigen, die damit zu tun haben, nachher nichts anfangen können. Dann stellen wir fest, ist hier ein Raum falsch oder da. Also, das ist ein gestufter Prozess. Wir müssen dahin, dass sie wieder betrieben wird. Das ist wirklich wichtig. Es wird erstmal für den städtischen Haushalt vielleicht ein Zuschuss sein. Also sehr wahrscheinlich wird es das sein. Über die Höhe muss man sprechen, aber sie generiert ja auch Einnahmen. Wenn das als Betrieb da ist, kommen natürlich auch Steuereinnahmen, es kommt die Auslastung in den Hotels rein. Da hat natürlich auch der Einzelhandel was davon und insgesamt denke ich schon, dass die Stadt davon profitieren kann. Vielen Dank. Wir können den ganzen Abend darüber reden. Wir haben einen Sack voll von Konzepten und Pläne, die wir immer wieder durchdekliniert haben. Ich möchte daran erinnern, dass wir vor 7 Jahren schon mal die Chance hatten, die Stadthalle zu sanieren. Und am Ende haben wir uns dagegen entschieden, weil wir gedacht haben, okay, europäische Mittel, die Zeit zu kurz, besteht die Gefahr, dass wir nicht fertig werden und wir müssten sie zurückzahlen. Und jetzt haben wir wieder die Chance. Es gibt Geld von Land und Bund, versprochen das Geld, 40 Millionen Euro. Und ich möchte an dieser Stelle ganz deutlich sagen, wir müssen die Stadthalle machen. Es wird keine dritte Chance geben für die Stadthalle. Entweder machen wir es oder machen wir es nicht. Und irgendwann müssen wir uns entscheiden und wir müssen auch eine gute Lösung für die Betreibung finden. Und ich habe mit der Wirtschaft angefangen. Da müssen wir auch Wirtschaft ankürzen. Wir müssen dann schauen, dass wir potenter werden wirtschaftlich, dass wir auch Geld machen in dieser Stadt und dann können wir die Stadthalle auch gut finanzieren.